Ja, Herr Professor Zimmermann, das war die Pressekonferenz Angela Merkel und der spanische Ministerpräsident. Das Wichtigste ist, wir haben erfahren, Frau Merkel fährt morgen nicht nach Kasan. Fußball ist es also noch nicht. Ich denke, da müssen die Deutschen noch ein bisschen weiterkommen. Ja. Aber kommen wir mal zu den wichtigsten Inhalten. Für mich war jetzt neu, dass also einzelne EU-Staaten im Namen aller EU-Staaten mit einzelnen Ländern reden sollen, dass die ihre Flüchtlinge zurücknehmen? Oder wie bewerten Sie die Pressekonferenz? Ja, also das ist im Grunde das spanische Modell, dass einzelne Staaten eben tatsächlich ja, die Kontrolle für ihre eigenen Grenzen dann übernehmen und dann aus ihren historischen Bindungen heraus eben mit den Anrainerstaaten Abkommen und Gespräche treffen, sozusagen im Namen der Europäischen Union. Das ist also Spanien mit Marokko, Frankreich vielleicht mit Algerien, Italien mit Libyen und so weiter und so fort. Und was dabei natürlich hintanfällt, ist eine gemeinsame, ja, die gemeinsame europäische Außenpolitik. Man muss diese Abkommen dann ja, entsprechend auf die europäische Ebene transportieren. Und man muss natürlich sich dann auch noch überlegen, wenn jetzt in diesen Abkommen bestimmte Lasten enthalten sind, das heißt, dass man ja eben ein Grenzregime aufbaut, ja, die Staaten, afrikanischen Staaten unterstützt, logistisch oder mit Entwicklungshilfe und so weiter und so fort. Wie werden diese Lasten dann verteilt, europäisch? Weil wenn man das nicht macht, dann steht man wieder vor der Situation wie mit Italien, dass sich ein Land eben beschwert, okay, wir sichern die Grenze für ganz Europa ab und werden dann sozusagen allein gelassen. Die Bundeskanzlerin hat das EU-Türkei-Abkommen als Beispiel genannt. Das ist ja auch so eins. Die Türkei hat die Flüchtlinge an ihren Grenzen sozusagen in Lagern gehalten und hat dafür Geld bekommen. Also so ungefähr muss man sich vielleicht ein bisschen die Lösung vorstellen. Ja, das wird ganz unterschiedliche Dimensionen eben beinhalten. Das wird das beinhalten, was Italien mit Libyen gemacht hat, also da den Grenzschutz aufbauen und ja, versuchen, die libysche Regierung oder was auch immer jetzt gerade da an der Regierung ist, in die Lage zu versetzen, ja, selbst die Grenzkontrolle zu übernehmen, mit den entsprechenden Folgen natürlich. Das ist das eine. Und dann in den Ländern selbst eben möglicherweise Auffangzentren aufzubauen in Zusammenarbeit mit diesen Ländern und ansonsten die ganzen technologischen Maßnahmen, mit denen man Grenzsicherung betreiben kann und wo man sich ja auch immer mit den entsprechenden Ländern koordinieren muss. Herr Professor Zimmermann, bis hierher vielen Dank. Wir sprechen gleich weiter. Ja.